In Kooperation mit So schmeckt Niederösterreich findet der Schmankerlmarkt rund um Ostern und Frühling in der Neustadt statt. Im Mittelpunkt stehen bewusster Genuss, Regionalität, Saisonalität und das Frühlingserwachen. 18 regionale Produzenten boten beim diesjährigen Ostermarkt am Dom ihre Genussprodukte an. Liköre, Schnäpse, Marmeladen, Naturprodukte, Käse, Pesto und Kunsthandwerk erwarteten dabei die Besucher. Das Besondere ist der Ostermarkt vor dem Dom. Passend das Ambiente, die nett hergerichteten Hütten und die Vielfalt der Artikel und Schmankerl. Bei unserem Stand haben wir Spezialmost, Glühmost, Frisante, Leberkäse. Wir haben auch noch zusätzlich Luftgetrocknetes vom Schweinefleisch, Ziegenkäse und alles rund um den Chili. Was kommt heute besonders gut an bei den Besuchern? Ja, bei den Besuchern kommt heute witterungsbedingt natürlich der Glühmost und die Leberkässemmel sehr gut an. Die Volkstanzklasse der Ballettschule im Bildungszentrum St. Bernhard tanzte gemeinsam mit der dritten Klasse der Franz Schubert Regionalmusikschule ein abwechslungsreiches Programm von Volkstänzen aus Österreich und Europa. Wie waren die Proben, Mädels? Gut. Cool. Gut. Ja. Ja, also ich war sehr zufrieden und es ist halt immer so, dass wir da uns zusammenreden. Wer ist da, wer tanzt mit wem und das Ganze dann eben durchtanzen. Jeder kann die Tanzschritte und das ist das Schöne am Volkstanzen, dass eben, wenn Erwachsene es könnten, die auch mit den Kindern mittanzen könnten. Nicht fehlen durfte natürlich die Verkostung des einen oder anderen guten Tropfens. Ich habe gerade im Glas einen gemischten Satz vom Weingut Herzog. Das ist das Weingut von meiner Familie. Aber ja, es, wie gesagt, von der Thermenregion gibt es einiges zum Verkosten. Das sind die Burgundersorten, sehr typisch für die Region, Rotgipfler-Zierfandler, St. Laurent. Das sind so, ist unser Aushängeschild. Wie ist der erste Eindruck hier vom Ostermarkt? Ja, sehr schön. Die Vielfalt, die da geboten wird, ist ja Wahnsinn. Von Sandtorn bis Osterschmuck, handgemachte Glasperlen, sehr gute Weine, ja, von bis. Sehr vielfältig, sehr schön. Veranstaltungen wie diese, die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den umliegenden Gemeinden und der Einzug regionaler Betriebe auf unserem Marienmarkt zeigen, dass wir unser Motto Stadt und Land miteinander Tag für Tag leben, sagt der Bürgermeister. Das Ambiente, das hier Natur ausgeboten wird, nämlich vor dem schönsten Dom weit und breit, ist das eine. Das zweite ist, dass wir wirklich Wert darauf legen, nur qualitätsvolle Produkte hier feilzubieten. Und allein das macht die Attraktion dieses Marktes. Es kommt natürlich dazu, dass das Programm auch eines ist, das gefällt und das die Menschen zusammenhält. Und für mich ist das Wichtigste, dass man diese Gelegenheit wahrnimmt, zu kommunizieren. Am Marktplatz, jetzt am Domplatz, einfach miteinander reden und Freude haben.